Kill. Bonjour. So, meine Freunde, hier ein kleines Unboxing-Video sozusagen. Ich habe was Neues bekommen. Und zwar diese Maus nochmal. Ich habe sie mir nochmal gekauft. Aus dem Grund, weil das Mausrad funktioniert nicht mehr. Also es lässt sich halt nicht mehr rollen. Drücken lässt sich das noch. Alles funktioniert, anbandfrei, nur das Mausrad nicht, und ich brauche das Mausrad halt gerade für meine Let's Plays. Und ja, wir packen das jetzt einfach zusammen gleich aus. Bis gleich. So, heute mal ohne Fachmikrofon und so, ohne das hier. Ich hoffe, die Tonqualität reicht trotzdem. Ich muss mal das Handy hier zur Ecke machen, weil das verdammt nochmal telebriert. Also wie gesagt, ich habe hier das hier heute bekommen. Und das packen wir auch mal aus und guck mal, was da drin ist. So, machen wir es einfach mal auf. Ist eine Gamer-Maus, hat 20 Tasten. Man kann verschiedene Modes hier einstellen, hier an den Tasten. Also man stellt hier die Modes ein. Das hat dann auch verschiedene Farben, blau, weiß und rot. Und dementsprechend ist es dann auch eingestellt. Ihr müsst die Maus eigentlich nur anschließen am PC. Dann wird sofort eine Software installiert. Und dann könnt ihr das nämlich alles einstellen. Das ist echt kein Problem. So, jetzt ist hier einfach die Hülle hier. Jetzt sieht man nochmal die Maus. Hier ist ein kleines Ding. Hier werden auch nochmal die Tasten so ein bisschen angezeigt. Machen wir es hier direkt gerade auf. Da sieht man dann auch schon das gute Stück. Deswegen mache ich jetzt mal so. Das ist jetzt auch schwarz. Blau. Also es sieht auf jeden Fall geiler aus als die rote Maus. Muss ich schon sagen. Die habe ich auch beim Saturn gekauft. Und die habe ich mir jetzt bestellt direkt beim Hersteller. Und ja, es sind eigentlich beide Mäuse cool, nur ich finde die schwarze halt viel schöner, deswegen habe ich sie mir bestellt. Ja, was gibt es da zu sagen? Hat 20 Tasten, wie gesagt. Hier ist nochmal alles schön eingepackt. Und dann kann ich euch auch Sachen zeigen, was man mit der Maus noch machen kann. Und zwar gibt es, ich muss gerade mal kurz gucken. Genau. Na, nehmen wir das mal in der Hand. Ist das genau das, wo man hier so drückt? Genau. Und zwar, ich stehe da mal auf, ich zeige es euch mal. Und zwar, jetzt seht ihr die Maus, die ist jetzt etwas größer. Wenn ihr eine größere Hand habt, ist das halt sehr zu empfehlen. Und zwar ist hier unten so eine Taste. Hier seht ihr das, genau das hier. Das drückt ihr dann und dann könnt ihr es raus. Oder in dem Fall wie jetzt gerade reinziehen, einfach rein und raus. Ja, muss nochmal drücken hier. So, jetzt ist es draußen, jetzt ist es länger und dann halt wieder reinziehen. Dann wie gesagt, hier ist die Mode-Taste. Genau da könnt ihr zwischen drei Modes wählen. Hier sind nochmal zwei Tasten. Und dann hier sind natürlich die Tasten. Und das Wichtigste, da habe ich zum Beispiel die Tab-Taste drauf gemacht. Gerade bei Spielen wie LOL ist es richtig geil. Und zwar hier ist nochmal eine Taste. Also, Moment, wenn wir es hier so gucken. Hier ist die blaue Taste noch. Und ihr habt hier eure Hand so drauf. Man hat eigentlich immer hier den, neben den kleinen Finger, den Finger habt ihr eigentlich immer da drauf. Da kommt man ganz schnell drauf, kann ganz schnell gucken. Muss nicht immer an der Tastatur drücken. Ich bin sowieso ein Typ, der nur mit Maus spielt. Ich benutze die Tastatur überhaupt nicht. Ich bin nämlich so ein Movement-Günther mit den Händen. Also auf Taste 1 und 3 und 5 und so. Da komme ich gar nicht dran mit den Händen. Das ist einfach scheiße. Und es gibt auch noch hier noch eine Taste, ganz wichtig. Hier ist noch eine Taste, die könnt ihr drücken. Und wie gesagt, die zwei Tasten. Mittlere Maustaste kann man auch drücken und so. Ja. Ist ja natürlich alles selbstverständlich. So, was haben wir hier dabei? Eigentlich nur ein kleines Handbuch.
und Sticker sind dabei und das war's. Ja, stehen eigentlich nur allgemeine Informationen und ja, mehr ist da nicht drin. Ich schließe das jetzt alles an. Ich kann es euch auch noch mal im Video zeigen, das mache ich jetzt dann, wie die Einstellungen mit der Maus funktionieren. Und dann habt ihr es auch einfacher, wenn ihr dann die Maus konfigurieren wollt. Also, bis zum nächsten Mal. Bye, euer Darkhill. Hallöchen und Bonsai, meine lieben Mitmenschen. Hier ist das kleine Tutorial zu der Maus, wie ihr sie einstellen könnt. Hier haben wir verschiedene Modes, 3 Stück, zwischen denen wir wählen können. Und ja, ich habe einfach Mode 1 drin und die Modes, die könnt ihr wie gesagt einfach nur hier umstellen. Drückt ihr dann drauf, dann gibt es verschiedene Farben von Rot, Blau und Violett. So, jetzt haben wir hier die ganze Zeit die Maus hier angezeigt. Und da seht ihr halt die verschiedenen Tasten. Ihr könnt es auch hier angucken, wo die Tasten sind. Und dann könnt ihr sie programmieren. Und zwar gibt es hier die Schnellzugriffdinger. Die Tasten, Favoriten, Benutzer, das sind nochmal separate Tastenkombinationen, die ihr dann programmieren könnt. Zum Beispiel, dass ihr jetzt K und L gleichzeitig drückt oder Q und W, zum Beispiel für League of Legends, dass es einfach gleichzeitig gedrückt wird oder andere Sachen. Naja, dann gehen wir wieder auf Schnellzugriff. Dann gehen wir hier eine Seite weiter. Hier sehen wir auch hier diese Tasten hier, die man alle programmieren kann. Und ich bin gerade mal am gucken hier. Ah, da ist die Taste. Okay. So, dann seht ihr hier das alles und dann könnt ihr das hier alles programmieren. Hier ist sogar die Taste F. So, und dann gehen wir jetzt einfach mal hin. Wir nehmen jetzt diese Taste und machen jetzt einfach mal das hier rein. Dann drücken wir jetzt auf Anwenden und jetzt müsste eigentlich funktionieren, wenn ich jetzt diese Taste hier drücke an der Maus, also diese Taste hier, gucken, ob ich meine Maus hochhalten kann, zeigen kann. Nee, lass mal. Junge, willst du mich verarschen? So, diese Taste hier, jetzt drücken wir die und ihr hört Musik. Ziemlich geile Scheiße. Ja, das sind jetzt zum Beispiel so kleine Spielereien, die man so machen kann. Hier rückwärts gehen etc. Und dann könnt ihr das halt alles einstellen. Unter Einstellungen könnt ihr hier auch noch die Stufen einstellen, wie schnell die Maus sein soll. Dann kann man hier auch einstellen, Stromverbrauch, wie hoch dieser kleine Strahl sein soll vom unteren Laser hier. Also hier von dem Teil hier. Und ja, könnt ihr alles eigentlich normal lassen. Was ist das? Sensordämpfung. Das weiß ich jetzt zwar nicht. Das müsste man sich jetzt durchlesen. Ich habe das eigentlich alles standardmäßig gelassen. So, was ich noch sagen will mit dem GPI-Schalter. Und zwar, wenn ihr den drückt, das ist Moment, diese Taste hier. Ist es ja auch hier eingestellt. Wenn ihr das drückt, tut ihr nämlich die Mausgeschwindigkeit einstellen. Drückt da einfach drauf und dann wird auch an der Seite gezeigt, die Geschwindigkeit, welche die drin ist. Also hier, da sind die verschiedenen Balken. Moment. Ich stell dich mal scharf. So. Da sieht man dann die verschiedenen Stufen. Ich habe es jetzt auf Stufe 3 und hier sieht man den Mode und hinten dran sieht man halt die Stufe. Das wollte ich noch hinzufügen. Dann gibt es die Präzisionszielfunktion und zwar ist das für Ego-Spiele, zum Beispiel Battlefield 3. Wenn ihr jetzt snipen wollt, drückt ihr die Taste und dann habt ihr eine ruhigere Hand, dann wird einfach die Geschwindigkeit langsamer bewegt. So sieht's aus. Ich habe es jetzt einfach bei 50 gelassen.
Ihr könnt es halt dann richtig runterziehen und fertig. Hier gibt es dann auch nochmal Lernvideos, Programme zum Durchlesen, Kurzanleitung und hier gibt es dann noch Updates etc. Und das war es eigentlich auch schon. Und jetzt kann ich ja mal wieder richtig spielen. Gerade bei den Sims 4 kann ich dann endlich rumscrollen und die Kameraeinstellung richtig haben. Da kann man auch mal richtig spielen und richtig Let's Playen. Also bis zum nächsten Mal, euer Duckhill und ich höre jetzt Musik. Bye.